So, ein neuer Versuch mit der Rückfahrt. Ich hoffe, dass das hier halbwegs durchkommt, ohne jetzt tausendmal abzustürzen. Das ist natürlich extrem ungünstig. Gerade passiert. Vor allem, dass die mich so doll erwischen. Ach, komm. Nein. Ah. War eh ein Scheißversuch. Schon zu oft getroffen worden. Tausendmal getroffen, tausendmal. Das ist scheinbar nicht genug, denn irgendwie vertragen diese Autos viel zu viel. Okay, den haben wir. Den haben wir auch. Ich würde ja sagen, okay, es lassen sich Strategien ableiten, wie es besser geht und schneller geht und Feuerstoß und tralala, aber es ist glaube ich, Quatsch. Das ist Quatsch. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Wieso? Ah, okay. Aber das mit der wenigen Munition, ey, das ist schon ein bisschen... Das ist doch auch, das muss man doch beim Balancing dann auch merken. Dass es keine gute Idee ist. Ja, okay, dann bleibt halt da stehen. Wehe, diese Szene ist jetzt kaputt, weil das blöde Auto sich so blöd gedreht hat. Ich hoffe, der ist bei dem Zusammenprall jetzt einfach gestorben. Haben Sie bitte den Anstand, einfach gestorben zu sein. Vor allem, wer weiß, wie weit das jetzt zurückgeht. Ich lade mal nach. Nein, jetzt auch noch ein Berg hoch. Aber schön, dass er das Magazin auf die Straße wirft. Könnte es vielleicht sein, dass mich hier ein kleiner Glitch rettet und der jetzt hier so blöd stehen geblieben ist und wir deshalb ans Ziel kommen. Oder es kann natürlich auch sein, dass er jetzt sagt, nee, hier, pass auf, du hast ihn nicht zerstört, also zählt der nicht, also wird diese Sequenz nicht beendet. Aber irgendwo fahren wir ja hin. Irgendwo fahren wir hin, das fährt ein Zug nach nirgendwo. Mein Gott, wie lang ist denn die Strecke? Dann trinke ich halt was. Prost. Darauf Prost. Vor allem, die können doch wohl nicht gedacht haben, dass jemand hier dann die ganze Zeit auf die schießt. Ach, das sollen wahrscheinlich Weinstöcke sein. Ich muss aber eine andere Farm. Weinberge. Wie weit ist denn das jetzt? Vor allem die Karte geht ja auch nicht in dem Modus. Ja. Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Polly? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Die Stimme vom Doc war ja auch geil. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam.
Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung, also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen. Ja, yes, das bedeutet Krieg. Ja, gute Nacht, ne? Ja, passt. Das mit dem Arzt ist ein bisschen komisch, weil, also, das ist jetzt, Tom ist jetzt seit 3 Jahren dabei. Und wir hatten schon diese Szene, wo Dings total angeschossen ist, hier Pauli. Und jetzt wollen sie uns immer noch erklären, dass Tom noch nie diesen Arzt kennengelernt hat. Also, I don't think so. Richtig von der Strecke? Ja. Auch so. Also das zum Beispiel ist jetzt so ein Warum? Warum diese Strecke noch? Das war doch ein perfektes Ende für die Mission. Da machst du Cut und fertig. Wow. Naja, fahren wir noch nach Hause. War zum Glück mit dem Abstürzen jetzt nur einmal bis jetzt, da bin ich ganz froh, weil das hatte in der Ursprungsfassung, die ich da benutzt hatte, echt noch mehr Probleme gegeben. Da ist es viel öfter abgestürzt. Ich hoffe, es bleibt jetzt bei einer Ausnahme. Zum Glück gibt es diese Speicherstände, die wirklich, also wirklich an allen wichtigen Punkten angelegt werden und auch durch alle Missionen durch. Also eigentlich ganz, ganz cool. Ach scheiße, falsch gefahren. Sonst würde man sich ganz schön ärgern, glaube ich, wenn man das wegen dem Absturz immer wieder alles spielen müsste. Aber ja, wie gesagt, also er legt wirklich von allen Missionen und allen Unterpunkten in den Missionen legt er Speicherstände an. Very much in Ordnung, I would say. What? He lost control over his car. Das ist langsam ein bisschen müde. So viele Missionen spielen wir heute nicht mehr. Aber es spielt sich doch besser weg, als ich dachte. Also klar, jetzt hier so eine Sachen, das ist, würde ich sagen, zu viel. Aber ansonsten spielt es sich echt gut weg. Auch wie schnell dann irgendwie so ein bisschen... Wow! Ja, konnte ich das auch mal zeigen. Wie schnell so ein bisschen so das Drama reinkommt. Ja, auch gut. Wir sind kurz vor der Hälfte des Spiels, was so die Missionen angeht. Ich glaube, das ist jetzt hier Mission 9 gewesen. Die Hure und der Priester waren im Grunde genommen eine Mission, Mission 8. Dann müsste hier ein Ausflug aufs Land, müsste dann Mission 9 sein. Wie gesagt, insgesamt gibt es 20. Und die Gangart ist jetzt schon ein bisschen härter. Ach, verfickte Scheiße. Bin ich dem entkommen? Ja. Los. Scheiße, oder auch nicht. Vor allem das Blöde ist, jetzt haben die nicht so viel Verkehr hier in der Gegend. Okay, versuchen wir es mal anders. Ah, fuck. Warum lege ich mich denn auch mit denen nochmal an? Das ist doch Quatsch. Zack, in die Wand. Aber sie kommen schnell genug da weg, oder? Nee, irgendwie hängen sie jetzt gerade ein bisschen. Alle Polizisten wurden alarmiert. Mein Gott, nur weil ich hier so ein bisschen lustig rumfahre. Geschwindigkeitsüberschreitung gefällt ihnen auch nicht. Den kann man es aber auch gar nicht recht machen, die Kollegen. So, gesucht.
Kann ich jetzt trotzdem nach Hause gehen? Scheinbar ja. Gestern haben wir unser größtes Fiasko bislang erlebt. 8 Männer tot, die ganze Ladung verloren. Und Sam kann nicht einmal aufstehen. Das ist ein Krieg und wir sitzen in der Klemme. Er hat den Staatsanwalt schon auf seiner Seite. Und der wirft jede Menge Dreck nach uns. Er steht außerdem dem Stadtrat sehr nahe, dessen Sohn du umgelegt hast, Tommy. Also hat er die Bullen gegen uns aufgehetzt. Die haben nichts gegen uns in der Hand. Das stimmt nicht ganz. Gestern hat Frank ihm unsere Bücher ausgehändigt. Ein großer Tag für den Staatsanwalt. Scheiße. Frank wäre nicht auf Blut aus. Aber es macht ihm scheinbar nichts aus, mich lebenslänglich hinter Gitter zu schicken. Mit unseren Büchern hat der Staatsanwalt jede Menge Beweise gegen uns in der Hand. Aber ohne Frank wären sie nutzlos. Wir müssen Frank liquidieren. Sie meinen, ihn ausknipsen? Wollen Sie mir sagen, dass ich Frank umlieten soll? Ich kenne Frank seit mehr als 20 Jahren. Was ich habe, habe ich mit ihm erreicht. Aber Frank hat die Omerta gebrochen. Ich weiß nicht warum, aber er muss seine Gründe haben. Und wir haben unsere Gründe, ihn zu erledigen und uns die Bücher zurückzuholen. Anderenfalls sitzen wir ein. Für eine lange Zeit. Was immer Sie wünschen, Boss. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt? Gibt es nicht. Ich schätze, heute ist unsere letzte Chance, etwas zu tun, bevor Frank außer Reichweite geschafft wird. Was soll ich tun? Finde zuerst diese Männer. Und finde heraus, wo sie Frank versteckt halten. Das sind gute Spitzel. Die haben Verbindungen zu den Bullen und zum Gericht. Einer von denen weiß sicher was. Big Biff aus Chinatown kennst du ja bereits. Und Little Tony hängt immer auf der Insel beim Museum rum. Und dann hol dir Frank. Was du auch tust, töte ihn nicht, bevor er dir nicht sagt, wo die Bücher sind. Capisci? Verstanden. Frank wird bewacht werden. Also schalte zuerst die Wachen aus. Sobald du weißt, wo die Bücher sind, leg ihn um. Okay, Boss. Was immer Sie wünschen. Viel Glück, Tommy. Hol dir von Vincenzo eine Waffe und einen Wagen von Ralph. Und denk daran, wenn du das hier versaust, sind wir erledigt. Gott verdammt, was hast du mir angetan, Frank? Du warst wie ein Bruder für mich. Ja. Jetzt ist Frank dran, aber dadurch, dass das jetzt so ein bisschen zerrissen war mit der letzten Folge, würde ich sagen, damit wir wieder in den normalen Trott reinkommen, mache ich jetzt hier eine kurze Pause, auch wenn die Folge ein bisschen kürzer war. Und dann geht es in der nächsten Folge mit der Jagd nach Frank los. Und ja, dann sehen wir uns da. Bis denn.